Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unserer Webcast-Reihe PwC Accounting and Reporting Talks. Im heutigen Webcast beschäftigen wir uns mit den Überlegungen des IASB zur Anwendung der Equity-Methode nach IAS 28. Wir, das sind meine Kollegin Anna Schäfer und ich, Ulrike Schmitz-Renner, wir sind beide aus dem National Office der Zentralen Grundsatzabteilung für nationale und internationale Rechnungslegung von PwC. Seit geraumer Zeit befasst sich der IASB mit Anwendungsfragen zur Equity-Methode nach IAS 28. Zielsetzung und Herangehensweise für dieses Projekt wurden bereits im Herbst 2020 festgelegt. Zwar ist bislang keine komplette Überarbeitung des Standards geplant, aber die Diskussionen des IASB umfassen verschiedene Fragestellungen zur grundlegenden Anwendung der Equity-Methode, die durchaus eine große Praxisrelevanz haben. Anna, womit beschäftigt sich denn der IASB nun konkret bei dem Projekt? Diskutiert werden verschiedene Anwendungsfragen der Equity-Methode, die vor allem den Erwerb und die Veräußerung von Anteilen betreffen. Im April letzten Jahres hat sich der IASB beispielsweise mit der Frage beschäftigt, wie der Erwerb zusätzlicher Anteile an einem assoziierten Unternehmen zu bilanzieren ist, wenn der Investor auch nach dem Erwerb maßgeblichen Einfluss behält. Hierzu wurden damals verschiedene Ansätze diskutiert und man hat sich vorläufig auf einen präferierten Ansatz geeinigt. Bei diesem Ansatz wird die Beteiligung als Kumulierung von Erwerben gesehen. Die einzelnen Erwerbe werden also letztlich als verschiedene Tranchen, sogenannte Layers, bilanziert. Entsprechend wird auch der Goodwill in Tranchen ermittelt und jeweils addiert. Wie ist denn dann vorzugehen, wenn ein Teil der Beteiligung wieder veräußert wird, Ulrike? Ja, mit dieser Frage hat sich der IASB zuletzt im Dezember auseinandergesetzt. Dabei wurde vorläufig entschieden, dass trotz eines möglichen Erwerbs in verschiedenen Tranchen letztendlich eine einzige Beteiligung am assoziierten Unternehmen bewertet wird. Deshalb soll der veräußerte Anteil als Anteil am gesamten Buchwert der Beteiligung im Zeitpunkt der Veräußerung bewertet werden. Wenn ein Investor also zum Beispiel 40% an einem assoziierten Unternehmen hält und nach der Anteilsveräußerung nur noch mit 30% beteiligt ist, so ist ein Viertel der Beteiligung abgegangen und deshalb ist auch der abgegangene Anteil mit einem Viertel des ursprünglichen Buchwertes zu bewerten. Damit hat der IASB seine vorläufige Entscheidung aus Juni 2022 revidiert. Damals hatte man sich nämlich vorläufig auf eine Bewertung anhand der ursprünglichen Tranchen geeinigt oder eben mittels der LIFO-Methode. Was waren denn weitere Themen des Dezember-Meetings, Anna? Zur Diskussion stand beispielsweise auch, wie bei einem zusätzlichen Anteilserwerb an einem assoziierten Unternehmen zu verfahren ist, wenn der Equity-Buchwert zuvor gemäß der IAS 28-Fortschreibung bereits auf null reduziert worden ist und der Investor die Beteiligung daher gar nicht mehr im Konzernabschluss zeigt. Konkret ging es darum, ob der Investor zu diesem Zeitpunkt seinen Anteil an bislang nicht erfassten Verlusten von den Anschaffungskosten der neuen Anteile abziehen muss. Der IASB hat das aber vorläufig verneint, sodass nicht erfasste Verluste beim Erwerb zusätzlicher Anteile nicht nachgeholt werden sollen. Außerdem wurden weitere Anwendungsfragen zum sogenannten U-Boot-Accounting bei der Equity-Bilanzierung besprochen, die wir in der Februar-Ausgabe unserer International Accounting News näher erläutert haben. Ulrike, hat der IASB eigentlich auch schon über den bestehenden Konflikt der Gewinnrealisierung bei der Veräußerung eines Tochterunternehmens an sein assoziiertes oder Gemeinschaftsunternehmen gesprochen? Ja, tatsächlich. Dieses Thema stand erst kürzlich wieder auf der Agenda. Problematisch ist hierbei, dass solche Transaktionen sowohl in den Anwendungsbereich des IFRS 10 als auch in den Anwendungsbereich des IAS 28 fallen. In der Literatur wird daher derzeit die Meinung vertreten, dass für die Bilanzierung ein Wahlrecht besteht. Ob nach IFRS 10 unter Anwendung der Regelung zum Verlust der Beherrschung der volle Gewinn oder Verlust aus der Transaktion realisiert werden soll oder ob nach den Regelungen des IAS 28 eben nur ein Teilgewinn oder Verlust. Im September hat der IASB hierfür tatsächlich vier verschiedene Lösungsalternativen identifiziert und diskutiert. Anfang des Jahres wurde die Diskussion wieder aufgegriffen und im März, also gerade im letzten Monat, hat sich der IASB nun vorläufig entschieden, dass immer der volle Gewinn oder Verlust aus der Veräußerung realisiert wird. Das heißt, egal ob ein Geschäftsbetrieb im Sinne des IFRS 3 oder Vermögenswerte oder Vermögensgruppen veräußert werden und auch unabhängig davon, ob sich diese in einer legalen Einheit befinden oder nicht, es ist immer der volle Gewinn oder Verlust zu zeigen.
Diese vorläufige Entscheidung ist recht überraschend, da sie zum einen zu einer Abkehr von den bisher vorgeschlagenen Änderungen an IAS 28 und IFRS 10 führt, die ja bislang noch nicht umgesetzt sind. Diese sahen die volle Gewinn- oder Verlustrealisierung nur bei Transaktionen vor, die zu einer Einbringung oder Veräußerung eines Geschäftsbetriebs umfassen. Bei der Einbringung bzw. Veräußerung einzelner Vermögenswerte wurde bislang lediglich eine Teilgewinn- bzw. Verlustrealisierung vorgesehen. Zum anderen stellt sich jetzt die Frage, welche Auswirkungen dieser Vorschlag auf die bislang geltenden Regelungen zur Zwischengewinneliminierung hat, die bei Upstream- oder Downstream-Lieferungen zwischen dem Investor und dem assoziierten Unternehmen nach IAS 28 gelten. Hier sieht der Standard bislang vor, dass Zwischengewinne oder Verluste jeweils nur in Höhe des Anteils der anderen Investoren am assoziierten Unternehmen realisiert werden können. Soweit der Vorschlag tatsächlich umgesetzt werden sollte, müssten diese Regelungen zur Zwischengewinneliminierung konsequenterweise ebenfalls überarbeitet werden und eine volle Gewinn- bzw. Verlustrealisierung vorgesehen werden. Es bleibt also abzuwarten, wie sich die Diskussion über den Themenkomplex weiterentwickeln. Anna, wie geht's denn jetzt weiter mit dem Projekt? In den kommenden Meetings will der IASB die bisher vorläufig getroffenen Entscheidungen finalisieren und weitere Anwendungsfragen diskutieren. Hierzu zählen unter anderem Folgefragen zu Upstream- und Downstream-Transaktionen, zu Änderungen des Nettovermögens beim assoziierten Unternehmen sowie Angaben über Beziehungen zu nahestehenden Unternehmen. Außerdem soll darüber entschieden werden, ob zum Abschluss dieses Projekts ein Exposure Draft oder aber ein Diskussionspapier entwickelt werden soll. Ja, damit sind wir auch schon am Ende unseres Accounting and Reporting Talks angekommen. Wir hoffen, Ihnen hat der Webcast gefallen. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss.